Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stoppenbach im LS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, der letzte Tag ist angebrochen, bevor das Wochenende startet. Und in der gestrigen Folge ist ja auch unser Tucano hier fertig geworden auf dem Feld Nummer 145. Den werden wir jetzt schon abtanken, das gute Stück. Und dann geht es gleich weiter zur nächsten rüber. Ich muss jetzt kurz gucken, weil mich würde es interessieren, was das hier ist drauf. Gäste. Und hier ist auch Gäste. Das ist aber. Ne, es fällt 13, ist weiter weg. Ne, hier ist Hafer drauf. Okay, das heißt. Feld 13 wäre wo gewesen? Ah, das war hier oben, ne? Ne, das lohnt sich nicht. Gut, das heißt, wir setzen jetzt den Kollegen an, fahren aber dafür nochmal runter. Weil, wenn wir irgendwann später mal vielleicht dieses Feld besitzen sollten, oder wir irgendwie dann eine Mission machen müssen, dann sind wir ja nicht automatisch hier oben. Deswegen fangen wir hier unten immer den Kurs an, und dann können wir da von jeder beliebigen Position aus rankommen. Dann gehen wir mal rein. So, es dürfte eigentlich so passen. Der Baum da vorne dürfte sich auch ausgehen. Kursgenerierung, die Nummer 146 und zweimal, 7,8 oder 7,9 Meter, das passt. Und viel Spaß. Der Baum, ja, der geht schon. Dreschen unterstrich F156. Okay, das hat doch nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich vorgehabt habe. Aber, oh. Wie viel? Oh, okay. Gut, alles gut. Dachte ich schon. Okay, so. Ja, noch ein Ticken. Ja, so geht's. Perfekt, der macht das wieder. War das jetzt das richtige? Ja. Nee, scheiße. Das war die 146. Weil ich habe nochmal, ich glaube, ich habe eingegeben. 156. Das heißt. Russian unterstrich Feld 146. Jetzt haben wir es aber. So. Das heißt. Ich weiß nicht, wieso hier immer noch Kurse aufgehen, die wir ja schon lange rausgemacht haben, aber gut. Weil man die können wir eigentlich wieder einordnen. Spritzenfeld 81, machen wir auch ein bisschen Radio an hier. Ah. Die 81 haben wir hier. Zack. Die Röschlingfelder haben wir aber noch nie aufgelistet, ne? Nee. Das heißt, wir machen jetzt einen Ordner mit Feld. Oh, ich hab. Egal. Feld unterstrich 146. Einmal, dann brauchen wir noch einen mit. Warte mal, den kann man jetzt gleich löschen. 145 Feld unterstrich 145 und dann haben wir noch 144. Wieso ist da? Ja, okay, den können wir lassen, das ist nicht so schlimm. Dann brauchen wir noch einmal einen mit Feld unterstrich 144. Passt. Gut, das heißt, wir können die gleich einordnen. 146 in den hier, die 145 in den hier und die 144 in den Kollegen. Passt. Dann haben wir das auch wieder geklärt hier. Genau, wir waren zuletzt am Mähen. Dann machen wir jetzt auch wieder weiter. Nee, so. Passt. Warte, dann machen wir nochmal ganz kurz die Allradlenkung an. Ja, dann fällt das Ganze schon gleich besser, ne? Viel besser. Müsst natürlich aufpassen, dass wir nicht zu nah an den Hang rankommen. Ansonsten lassen wir noch ein bisschen was stehen. Kurz rückwärts fahren hier. Zack. Komm schon, so. Kurz gehangen, aber okay wieder. So. Ja, das passt. Ich bin tatsächlich auch gerade dabei, meine Grafikkarte noch ein bisschen umzustellen, so dass die maximale Leistung rausholt. Das werde ich aber jetzt erst nach der Aufnahme machen, wenn ich da irgendwas
ich sage jetzt nicht kaputt machen, weil ich weiß, was ich da mache, aber falls aus irgendwelchen Gründen das dann trotzdem nicht mehr funktionieren hätte sollen, habe ich schon mal die Aufnahme für heute in Kaschen. Deswegen müssen wir gucken, weil momentan haben wir, okay, wir haben hier 60 FPS, ne? Mehr kann man aus dem LS an sich nicht rausholen, weil der geht nicht höher als 60. Aber wie zum Beispiel am Hof haben wir halt teilweise nur 45 oder so. Und ja, ich weiß, 45 ist nicht wenig. Aber ich hab's lieber, wenn zum Beispiel alles so auf 50 ist oder alles auf 60, weil da ist die Spielperformance immer noch viel besser. So. Muss hier gucken. Nee, du. Das geht so nicht. Und ja, wer sich jetzt fragt, welche Grafikkarte ich eigentlich überhaupt habe, ich habe die GeForce GTX 1080. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Ti habe, aber ich glaub's nicht. Ich bin mir nicht sicher, oder habe ich die? Hm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste ich nachgucken. Und der LS braucht da, glaube ich, reicht da, glaube ich, eine GeForce GTX 650 oder 950, irgendwie sowas. Ja, das passt. Und ja, vor kurzem ist sie, glaube ich, heute oder so, es sind auf jeden Fall heute die meisten Videos dafür online gekommen, und zwar so, gibt es ja jetzt schon von Nvidia die neue RTX 3080 bis 3090 rausgekommen, die laut den Vorstellungen auf jeden Fall viel, viel besser zu ihrem Vorgängermodell der RTX 2080 sein soll. Ich habe sie tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt nur auf die Bewertungen der anderen YouTuber reagieren oder sehen können oder beziehungsweise bewerten können. Also die Leute, wo sie dann natürlich eine 2080 oder sowas gekauft haben, ist natürlich ein bisschen ungünstig dann, ne? Weil die 3080 oder 3090, ja, die 3080 ist, glaube ich, im Bereich von, oh, wartet. Da muss ich kurz noch was ausschalten, ne? Ne, das will ich nicht haben. Hallo? Das ist die Frage, die ich jetzt nicht spiele. Warte, dann geht gleich weiter. So. Wo ist es? So, kann weitergehen, das Teil ist aus. Das heißt, dass keine störenden Geräusche mehr in die Aufnahme mit rein befördern. So, passt, dann geht es hier weiter mit mir hin. Oh, ganz was Wichtiges vergessen. Der Steuer, wir müssen ihn abfahren. Sonst können wir ja den Drescher dann nicht abtanken, wenn er voll sein sollte. Er hat 47% drin. Aber haben wir doch dumm, jetzt haben wir es ja an. Ich muss aufpassen, wenn wir nicht zu schnell werden. Na okay, was heißt zu schnell? Wir waren vorhin schon bei 53. Viel schneller geht's nicht mehr. So, fangen wir mal hier lang. Hier geht es eigentlich relativ gut. Hier ist ja keine zu starken Schlaglöcher oder Wellen drin. Und im großen Teil federt ja auch die Kabine und der sitzt natürlich ab und die Vorderachse. Dann gucken wir am 53 km/h, wie langsam werden wir hier hochschießen. 49, 45. Komm schon, bitte nicht unter die 40. Oh, schade. Aber fast sind wir hochgekommen, fast. So, warte mal, ich habe jetzt gleich geguckt, wo gehören die Gäste hin? Warte mal hier. Die, nee, da sind wir. Landhandel. Scheiße, ich bin falsch abgebogen, ich hätte eigentlich gleich hier fahren können. Kann ich das nur irgendwie retten? Nee, ne? Nee, kann ich nicht.
Gut, ist so wie es ist. Fahren wir halt einmal außen rum. Auch nicht so schlimm. So. Und Landhandel können wir mit unseren beiden Drehschirmen locker reinfahren, ohne Probleme. Und natürlich auch wieder raus. Schnell rüber, bevor der LKW kommt. Und die ganzen Autos. So. Und ist ja schon der Landhandel. So, bremsen. Passt. Also ich glaube, wir kriegen hier richtig gut was an Weizen raus. Also warte mal, ich mache vorher den hinteren Anhänger, weil da am wenigsten drin ist. Okay, der hintere ist leer. Das. Achso. Okay, gut. Da sind jetzt gerade 33%, da kann aber was nicht stimmen. Aber damit ist die Menge gemeint. So. Was wir jetzt mit einem Anhänger da weggebracht haben, das heißt, gleich dürfte eigentlich das Symbol auftauchen. Ja. Wir haben jetzt hier 5000 Liter drin, die würde ich gerne bei mir zu Hause reinpacken. Denn daraus kann man natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ja, doch, da können wir normalerweise können wir daraus Saatgut machen. Ein bisschen laut heute. Oh Gott, da kommt ein Audi. Soll es, glaube ich, gewesen sein. Oder könnte es gewesen sein. Die Autokennung und so, wir haben doch gesagt, oh, das erkenne ich doch von 50 Metern Entfernung, dass das ein Audi ist. Ja, da steht nichts drauf auch. Ne? Oh, ich dachte schon, wir bleiben jetzt wieder mit irgendeinem Anhänger hängen. Aber diesmal nicht. Das ist auch angenehm, ne? So, passt. Hier vorne ist das Tor offen. Wunderbar. Heute Morgen war es ja noch zu, aber jetzt ist es offen. Das heißt, wir können hier wunderschön durchfahren. So. Kurz am Hof vorbeifahren. Moin, Schröder. Oh, wir vom. Warte mal, mal kurz auf was mit dem. Ja, ich kann ihn wieder füttern. Aber ich kann ihn wieder füttern und ich habe heute auch den Fehler nicht drin. Perfekt. So, fahren wir aber weiter. Müssen ja auch noch zum Drescher wieder zurück. Ja, okay, da 63% drin, da haben wir eigentlich keine Eile. Was erntet der eigentlich? Hafer. Geht Hafer so wenig runter? Also mit Weizen oder Gerste wäre jetzt der schon lang. Hätte jetzt schon lange nach einem Abfahrer gerufen. Aber. Okay, ich glaube, Hafer geht nicht so viel runter, ne? Ja, kann gut sein. Aber wir fahren hier wieder raus. Lass mit den Herren da vorne noch vorbeilaufen. Auto oder LKW kommt nichts. Das heißt, wir kommen hier wunderschön raus. Perfekt. Dann fahren wir gleich wieder zurück zum Feld. Und dann müssen wir gucken, wenn wir zum Mähen auch wieder weiterkommen. Weil es jetzt halt auch vorangeht. Weil es ist jetzt schon 13. Ja, okay. Wir haben eigentlich auch keine Eile. Man muss sagen, es ist 13.04. Ja, bis wir alles gemäht haben, wird es wahrscheinlich. Ja, halb wird wahrscheinlich nicht reichen. Nee, wird nicht reichen. Aber Feld 7 oder Wiese Schrägstrich Feld 77 wird er sowieso vom CP-Fahrer gemäht. Gut. Und währenddessen holen wir uns ja dann schon den Traktor zum Schwaden. Ich muss mal gucken, da werde ich wahrscheinlich den Premium hernehmen, weil das der einzige Ruf ist, der nicht zu hoch überpowered ist für so irgendwas. Und weil normalerweise nehme ich ja den Steier, aber der ist natürlich hier beim Fahren und den würde ich da natürlich nicht entfernen. Ja, da haben die Leute auch nichts dagegen, wenn ich mal ein bisschen den Premium auch ein bisschen mehr verwende, weil der ist eigentlich so sicher, also das sind ich viel fahre oder oft sieht man ja eigentlich nicht. Und man muss schon sagen, er fährt sich schon gut ins Move, also war auf jeden Fall eine gute Investition das Teil. Also hoch den Berg. Ja. Aber der hört richtig, wie der Motor so runtergeht, Alter. Und mir ist es schon ein bisschen anstrengend.
Der Drescher fischt an der Brücke wahrscheinlich, oder? Würde ich mal so spontan sagen. Lauf mal kurz für dich hier. Ist eigentlich weit. Und ja, gut auch. Wir kommen ein bisschen drüber hier. So. Ja, er macht's wieder. Kollege, du musst aber auch alles mitnehmen. Ja, das braucht er auch. Wunderbar. Gut, Standard, wo ist und so weiter. Wie viel ist hier schon drin? Da ist auf jeden Fall noch genügend drin. 1166 Titel. Oh ne, warte mal. Ja, 1166. Warte mal. 20. So. Wir könnten noch ein bisschen was reinhauen, ne? Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Schauen hoch hier. So hoch muss eigentlich nicht, reicht so. Dann haben wir gleich wieder den Anhänger an. Dann holen wir hier gleich eine Ladung wieder. So. Hier natürlich auch die Gabel vorne abmachen können, dann sind wir um einiges wendiger. Ich kann den einfach so. So. Und dann wieder so machen halt. Stehen wir vorne auch nicht so schnell irgendwo an. Ja. Aber mal voll machen bitte. Wer haben wir denn eigentlich noch im Lager? Ja, das reicht auf jeden Fall noch eine Weile. Da kommen wir nicht raus, haben wir schon mal ausprobiert. Ja, also wir fahren Straße. Auto oder Elke bekommt auch nichts, perfekt. So, hier vorne kommen wir gleich wieder rein. Wir haben ein bisschen gesprungen hier vorne. War natürlich keine Absicht. So. Oh, hier sind auch noch leichte Hügel drin. Muss ich mir auch mal noch ein bisschen dran setzen und ein bisschen angleichen. Jo. Eine Ladung würde ich dann noch holen. Und dann ist er gleich für eine Weile wieder versorgt. So, wunderbar. Oh, angegangen. So. Dann muss ich mal gucken, ob ich erwähne. Ja, wir können hier drehen. Perfekt. So. Dann können wir hier nochmal wieder auffüllen. So, voll ist er. Gut, dann machen wir, dann bringen wir die Fuhre nochmal rüber. Ja, diesmal kommt ein Auto, aber auch nur eines. So, Fußgänger, die laufen gehen auch wieder ganz entspannt über die Straße. So. Kann ich eigentlich auch schon so abladen? Ne, kann ich nicht, okay. Dann muss ich schon ein bisschen genauer ranfahren, damit das funktioniert, aber gut, habe ich auch nichts gegen. So passt, dann können wir eigentlich den so stehen lassen. Machen wir noch den Vorwärtsgang rein und die Handbremse. Wie ist es zu? Und da ist Exerion. Zack. So. Geht's wieder weiter hier. Ja, jetzt sind wir bei 19 Minuten, 6 Minuten, sowas haben wir noch. Ich muss mal gucken, ob wir es bis dahin schaffen. Beide Wiesen. Oh Gott. So. Beide Wiesen zu mähen. Könnte. Ja, okay, wir sind ja relativ schnell. Wir haben knappe 10 Meter oder. Ja, 10 Meter sind es, glaube ich. Da geht schon was voran. Wir fahren doch durchschnittlich. Was heißt durchschnittlich? Ja, okay, ich glaube, man kann sagen, durchschnittlich 20 km/h. Da geht, glaube ich, schon ganz gut was voran. So, ich habe jetzt hier nochmal schnell ein Vorgewinde gezogen, weil da halt der ein oder andere Baum steht. Und da können wir ein paar Angeln überwinden, ohne dass wir nochmal Rückwärtsgang reinmachen müssen.
Das ist natürlich dann auch eine Zeitersparnis. Ja. Ich muss sagen, momentan bin ich relativ zufrieden, wie es läuft mit unserem Fuhrpark. Ich bin ja auch relativ zufrieden, geldtechnisch. Könnte natürlich noch ein 200.000er da vorne dran stehen, aber den kriegen wir dann bald hoffentlich mal. Aber mit 63.000 ist jetzt auch nicht schlecht. Also wenn jetzt da 1.000 stehen würde, würde ich schon manchmal ein bisschen nachdenken und denken, nehmen wir ein bisschen Kredit auf, aber ansonsten 63.000 fast ist eigentlich. Kriegen wir jetzt auch noch mal was von den Missionen dazu. Das passt dann. Das einzige, was wir später vielleicht nochmal upgraden könnten, wäre tatsächlich beim Drescher etwas. Den größeren Drescher würde ich tatsächlich gar nicht kaufen, weil da wird es dann mit dem Platz schon teilweise wieder kritisch. Wie zum Beispiel an unserem Hof mit einem großen Lexion würden wir jetzt, wenn wir gerade reinfahren könnten, würden wir reinkommen. Aber wenn wir jetzt um die Kurve fahren müssen, kann man es eigentlich schon teilweise wieder vergessen, weil es dann einfach zu klein ist. Aber ich habe diese, normalerweise habe ich sie mit drauf, diese Lizard, die wir auf der Gemeinderade auch haben, Lizard Cutter Extension Plus, was auch immer. Diese Schneidwerke, die wir halt damit 9 und 13 Meter gibt, die wollen auch einen eingebauten Schneidwerkswagen haben. Und da würde ich dann zum Beispiel das 9 Meter Schneidwerk dann auch, oder das, was wir jetzt momentan noch haben, 7 oder 8 Meter Schneidwerk haben wir ja, dann mal auf den 9 Meter upgraden. Das wurde halt ein bisschen komisch runtergelassen, aber gut. Das wäre das, ja, das, wie gesagt, das wäre das einzige, was ich jetzt zu bemängeln, ja, bemängeln ist eigentlich nicht. Aber was ich in Zukunft sagen würde, was man auch machen könnte. Aber ansonsten, ja, wenn ihr natürlich einen Wunsch habt, gerne in die Kommentare damit. Ob es jetzt ein Fahrzeugwunsch ist oder ähnliches, kann ich mir dann angucken. Und gegebenenfalls damit draufnehmen oder eben kaufen. Aber was schon mal klar ist, ich werde mir jetzt hier kein MAN-LKW Dreiachse kaufen, weil ich brauche ihn nicht. Oder auch ein Defense 50 oder ähnliches. Brauche ich einfach nicht. Ich habe eine Xerion hier schon mit 380 PS oder so und der reicht eigentlich für unsere Verhältnisse locker aus. Wenn ich teilweise eigentlich schon fast zu groß, aber ansonsten auf einem anderen Projekt momentan hätte ich jetzt keinen, wo da drauf passen würde. Auf der, ja, Gemeinderade wäre es eine Möglichkeit, aber da würde ich dann auch sagen, wenn wir eine Xerion kaufen, dann schon den großen. Jetzt habe ich nur so viel geredet. So, aber ja klar, die Themen brauchen natürlich auch mal ein bisschen besprechen. Kann ich die ganze Zeit nur über sagen, ja, jetzt fahren wir die Bahn, ja, jetzt fahren wir die Bahn. Macht ist natürlich, glaube ich, auch noch langweiliger als dazu zu hören. Weil ich glaube, ohne Gerede wäre es auch relativ langweilig. Muss ich auf jeden Fall sagen. Weil jetzt musiktechnisch ist jetzt nicht so viel dabei, oder es ist halt die Standard-LS-Musik dabei. Und ja, andere Musik, wo jetzt, es ist kein Zeitraffer momentan bei denen auf jeden Fall, aber bei unserem Realismus-Projekt werde ich dann auch ein bisschen, wenn wir jetzt halt zum Beispiel Strecken fahren von A nach B oder Feldgruppen oder Flügen, da werde ich dann natürlich Zeitraffer machen und ein bisschen Mucke reinhauen. Ich glaube, da wird sich der ein oder andere, auch der neue Zuschauer, der wo ein bisschen mehr auf Realismus steht, darüber sehr freuen. So, dann stecken wir hier runter. Und wir haben tatsächlich unseren. Und jetzt müssen wir uns beeilen, weil wir sind bei 53, 55, 56, 57 und wir haben es geschafft. Die Felder, die ich vorgehabt habe, zu mähen, innerhalb der gegebenen Zeit abzuschließen.
Aber wie gesagt, dann darf ich mich fürs Zuschauen auch schon bedanken, liebe Leute, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Kostenloses Abo, würde mich auch sehr freuen. Und euch natürlich dann auch, weil da kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt und natürlich dann auch zukünftig das neue Projekt. Dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Freitag und morgen sehen wir uns dann, wenn wir das Luzernefeld, Gras, nee, warte mal, Grasfeld, Luzernefeld, so, und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Freitag, wunderschönes Wochenende und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.